Ja, dann auch nochmal von mir ein schönes Hallo an euch alle da draußen. Ihr habt mich ja gerade gesehen, aber in einer anderen Position, jetzt mal im Stehen. Deswegen nochmal offiziell von mir Hallo. Und jetzt habe ich ja die beiden Geschäftsführer hier neben mir, Tanja und Frank. Und es geht ja um ein Thema, den neuen Slogan, der auch hinter uns ist, eine Übung, die dein Leben verändert. Aber bevor wir dazu kommen und ich ein paar Fragen an euch habe, muss ich erstmal sagen, man ist ja bei so einem Rücken-Online-Summit oder bei so einem Online-Summit grundsätzlich auch angespannt, ob alles funktioniert. Und nachdem ich jetzt auf den... Hat man gar nicht gemerkt. Nachdem ich jetzt auf den Bällen gelegen hab mit dir, also sehr entspannt und fühlt sich gleich viel, viel besser, auch mental viel besser an, sodass ich jetzt noch klarer meine Fragen stellen kann. Mirko, das haben wir ganz bewusst so gemacht, weil schon mal an dieser Stelle, auch wenn wir bis morgen unterwegs sind, du hast das hier alles vorbereitet, organisiert und jeder, der so eine Veranstaltung schon mal vorbereitet und organisiert, der weiß, das ist unfassbar viel Arbeit, von der man ganz viel nicht sieht im Hintergrund. Also, dass du heute Morgen schon mal die erste Stunde in die Entspannung gegangen bist, hat absolut seine Berechtigung und das Riesendankeschön kommt natürlich morgen auch nochmal an dich. Gerne. Ja, ich hoffe, es gefällt euch bisher und wie gesagt, jetzt kommen wir zum Thema eine Übung, die dein Leben verändert. Ihr habt ja seit einiger Zeit festgestellt, dass wir den Slogan geswitcht haben, geändert haben und das kam natürlich aus dem Team heraus, aber letztendlich habt ihr das ja auch abgesegnet und steht ja dafür, die Firma steht ja dafür und wenn man so drüber nachdenkt, eine Übung, die dein Leben verändert, das ist ja schon eine große Ansage und ein großes Versprechen. Und da könnte ja jeder Unternehmer, jeder Trainer, jeder Kursleiter auch sagen, kann man denn das Versprechen halten und ist das denn wirklich umzusetzen? Eine berechtigte Frage, die haben wir uns auch ganz oft gestellt, oder? Erstmal vorab, das ist gereift, das ist über lange Zeitraum gewesen. Das war jetzt nicht geplant so, das hat sich ergeben, weil ich glaube, die wichtigsten Dinge, die ergeben sich im Leben, oder? Die kann man nicht so planen, die stehen auf einmal so klar im Raum. Wir sind jetzt seit 9 Jahren offiziell als GmbH unterwegs, national und international. Und am Anfang denke ich so wie immer, man sagt, es gibt so 3 Phasen in jedem Unternehmen. Am Anfang sagen alle, was macht sie denn da? Und man wird so ein bisschen belächelt in dem, was man tut, auch berechtigt, weil es gibt viele Neuanfänge. Die 2. Phase des Unternehmens ist so, mal schauen, was daraus wird. Und die 3. Phase heißt es, ach, hätte ich auch gekonnt. Das ist so die Reflexion von außen. Und ich denke, wir sind tatsächlich in der 3. Phase nach 9 Jahren, darf man so, sage ich mal, bewusst hier zu stehen und zu sagen, auch bei laufenden Kamera, wir sind ja in der 3. Phase, wo vielleicht viele von außen sagen, naja, hätte ich auch gekonnt. Das ist gut, das haben wir uns erarbeitet und wir genießen und schätzen auch unser Image in Deutschland und ziemlich, ich kann sagen, heute echt weltweit schon, auch wenn wir nicht in vielen Ländern Vertretung haben, wir sind in sehr vielen Ländern vertreten durch Unternehmen und der Rest wird sich ergeben. Also man was auch mit den Jahren nochmal gewachsen ist, die Verantwortung für alles, was wir machen. Auch der Anspruch, dass das nicht irgendwie so plakativ wird oder provokant, das waren wir nie. Wir wollten schon immer leicht und einfach sein. Das ist die Einfachheit, ist die höchste Form der Vollendung, wie schon Da Vinci gesagt hat. Das hat mich immer gereizt. Das reizt uns, glaube ich, alle. Das reizt, glaube ich, auch euch als Trainer. Sonst würdet ihr diesen einfaches So-Produkt nicht wählen. Dennoch, mit diesem einfachen Produkt möchten wir viel verändern. Also das ist sehr ernste Aufgabe, die wir uns da vorgenommen haben. Und die ist ernster denn je. Und alles, was wir machen, wissen wir, wir selber haben sehr hohen Anspruch, dass es nicht irgendwie, alles muss durchdacht sein, ja, so, und erprobt sein. Und so ist auch die Reflexion von außen. Alles, was wir machen, wird genauer und schärfer unter die Lupe genommen. Die Anforderung, ja, ist das wissenschaftlich begründet? Was macht ihr genau? Bei welchen Indikationen? Die Fragen werden konkreter. Das ist so, Rücken ist so ein Thema, ein Segment. Aber und deshalb mit so einem Claim, eine Übung, die dein Leben verändert und darunter Entlastung der Wirbelsäule aus der Kyphose, das aus der BWS-Kyphose, das kann man hinten auch in der Darstellung unseres Claims sehen, das ist unser Versprechen. Das haben wir schon immer gemacht, immer.
das, diese eine Übung ist das, weshalb ich damals alles auf eine Karte gesetzt habe. Damals auch meine Versicherung gekündigt haben, um Startkapital zu haben für ersten Musterwerkzeug, damit bloß keine Investoren kommen, die mir sagen, so, du musst in ein, zwei Jahren die schwarze Zahlen schreiben. Ich wollte frei sein als Wissenschaftlerin, die im Grunde genommen Unternehmen gegründet hat, um meine wissenschaftlichen Erkenntnisse nach außen zu tragen, zu den Menschen. Und immer ging es um diese eine Übung, um die Entlastung der Wirbelsäule aus der Bewährskyphose. Und es war und bleibt die Wahrheit, unser Know-how, unser Kern des Produktes. Und viele kennen das, kennst du selber aus deinem Studio, ihr kennt das auch. Viele sagen, oh, ich kann besser schlafen, mein Blutdruck ist besser geworden, mein mentaler Zustand ist jedes Mal, wenn ich übe, besser. Es war mir schon früher so bewusst und viele schildern das. Es ist also mehr als Rücken. Mhm. Und was macht das? Das verändert das Leben. Du sagst ja auch immer, du sagst ja auch immer so schön, dass die Übung manchmal zu einfach ist, um wahrgenommen zu werden. Und würdet ihr sagen, dass auch das Selbstbewusstsein sich erstmal entwickeln musste, um dann so einen Slogan in die Öffentlichkeit zu tragen? Ja, also manchmal braucht es ja ein bisschen länger, bis dann das endlich sozusagen steht, was man eigentlich kommunizieren möchte. Und in der Tat, warum geben große Konzerne viele Millionen aus für Agenturen, um eigentlich das, wofür der gesamte Konzern steht, in drei Worten zusammenzufassen? Und das ist ja die hohe Kunst. Und wer sich daran schon mal geübt hat, der weiß, dass es manchmal verdammt schwer ist, wenn man ein Portfolio von 14, 15 verschiedenen Automodellen hat, das in drei Sätzen zusammenzufassen. Und ich möchte jetzt nicht stellvertretend hier einen rauspicken und das zum Besten gehen, aber ihr wisst, die großen Konzerne arbeiten mit solchen Claims, manche gelingen gut und manche sind am Thema vorbei, wo ich als Konsument sage, naja, das ist ja toll, aber was ist das so? Und das war bei uns genau das Gleiche übrigens, dass wir uns jahrelang die Frage gestellt haben, ja, es geht um Rückenschmerzen schon mal negativ belegt. Ja, absolut. Rücken hörst du überall, ist da irgendwie abgenudelt und trotzdem stehen wir dafür. Aber eins hat sich in all den 9 Jahren nicht verändert. Und das war vielleicht die Initialzündung in den letzten Jahren, wo wir immer wieder gehört haben, naja, dann bin ich da und da gewesen und dann habe ich die Bälle gesehen, habe ich gedacht, naja, was sind das schon für, was können die schon anders als andere Bälle? Die sehen vielleicht anders aus, ein bisschen stylischer, toll, mit einer Feder. Und dann habe ich das ausprobiert und dann habe ich nach 10 Minuten gesagt, gibt's doch gar nicht. Und dieses gibt's doch gar nicht, haben wir am Ende, und wenn wir dafür 9 Jahre gebraucht haben, ist ja nicht schlimm, weil jetzt ist es ja soweit, in dieses Versprechen dann aufgelöst, eine Übung, die dein Leben verändert. Und du hast vorhin gesagt, ja, könnt ihr dieses Versprechen auch halten? Klar. Ja, wir wissen inzwischen, dass wir in 8 von 10 Fällen eine Veränderung bereits nach 10 bis 15 Minuten herbeiführen können. Und das ist auch eine Wette, die natürlich neugierig machen sollen für die Studios, für die Kunden, die sehen, naja, was soll das schon von einer Übung sein? Ja, dann probier es doch mal aus. Also wir geben dieses Versprechen sehr gerne ab und sind total glücklich, dass wir nach 9 Jahren, ich sag jetzt mal, endlich dort angekommen sind, wo wir vielleicht schon am Anfang sein wollten. Ich wollte noch was sagen. Gerne. Dieses Versprechen, weil es ein Versprechen ist, Erwartungshaltung. Definitiv. Es steht bei uns nicht Zauberschule. Zack, ja, alles ist anders. Leben verändern, das ist viel. Ja, so. Das können wir nur deshalb geben, weil wir waren und wir bleiben ein B2B-Produkt. Weil für Veränderung des Lebens am Ende sorgt ihr als geschulte Trainer und Therapeuten. Es ist wenig den Zufall überlassen. Klar können wir nicht immer sehen, was ein Trainer oder Therapeut genau das macht. Aber was wir sehen, dass alle Trainer und Therapeuten diesen Aha-Erlebnis gehabt haben, haben verstanden, dass sehr viel möglich ist, aus der BWS-Kyphose zu verändern. Verinnerlichen das, schulen sich, bilden sich weiter fort. Das heißt, bei uns kauft der Kunde nicht den Ball, sondern dieses Gefühl, oh, jetzt kann sich etwas in meinem Leben ändern, weil das habe ich gespürt, jetzt deutlich. Ich muss nicht
4, 8 Wochen meine Ernährung umstellen. Ich muss nicht lange trainieren, bis ich sehe, mein EKG ist anders. Das ist alles wichtig. Kraft, Ausdauer ist wichtig. Wie sehen diese schnelle Erfolg? Wir können diesen Gedanken bei den Menschen zuzulassen, es kann sich was noch mehr ändern, weil wenn das in diese kurze Zeit so viel passiert schon ist und ich spüre das, dann kann mehr werden. Und dieses mehr passiert nur, wenn ein Mensch hier im Studio, in einer Gruppe oder in einer Physiotherapiepraxis online, offline, unter Betreuung trainiert. Weil Prozess der Veränderung, das ist nur ein Zündprozess, diese erste 3 Minuten, 4 Minuten, 10 Minuten, der Rest dauert ein bisschen länger. Und das können wir nur deshalb so, sage ich mal, selbstbewusst sagen, weil wir wissen, dass die Trainer, dass ihr alle so einen guten Job macht. Das ist schließlich ein Versprechen von uns zusammen mit euch. Erst an euch und zusammen mit euch an die Menschen, die zu uns kommen und das Geld dafür bezahlen. Weil wir sind tatsächlich Lebensveränderer. Wer möchte schon, wie der Michael Graupner gesagt hat, primär ist das für die Leute nicht so, dass die Rückenschmerzen nur wegen Rückenschmerzen ändern wollen, sondern in diesem Video, was er gezeigt hat, dass der ein älterer Herr trainiert, um die Enkeltochter am Weihnachten hochheben zu können, damit sie den Stern auf dem Tannenbaum auch drauf einsteckt. Darum geht es um irgendein emotionales Ziel. Für mich zum Beispiel damals, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Rückenschmerzen haben, war nicht nur, weil Rückenschmerzen an sich, weil ich selbstbestimmend leben wollte. Darum geht es. Okay. Du hast ja gesagt, dass du selbstbestimmend leben möchtest und dass es auch eine Lösung bietet für viele Menschen. Wie würdet ihr denn die Situation einschätzen? Ist der Bedarf denn in der Bevölkerung da? Wird er sich vermehren, noch weiterentwickeln? Die Balance-Methode zahlt ja nicht nur auf das Thema Rückenschmerzen ein. Wir kommen ja morgen auf ein Thema Psyche, wo wir nochmal tiefer drauf eingehen. Aber wo würdet ihr konkret sagen, entwickelt sich der Bedarf hin und wie kann die Methode daraufhin einzahlen? Ich finde es noch besser, wenn mein Mann dazu was sagt. Weil ich als Trainer natürlich sofort da anfange, in Anamnese zu gehen. Und ich finde, du hast nochmal breitere Blick auf. Ja, ich habe vielleicht nicht so den ganz, ich sag mal, therapeutisch-medizinischen Blick, aber eins ist ja klar. Wir leben in einem Zeitalter der unfassbar schnellen Veränderungen. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass viele Veränderungen, die wir uns weder gewünscht noch die gewollt oder noch stärker die geplant waren. Thema Pandemie. Ich glaube, diese 2 Jahre waren extrem anstrengend für alle. Reduzierung der sozialen Kontakte, noch weitere Steigerung der Bildschirmarbeit, Online-Meetings. Wir wissen alle, sind Stressfaktoren für ganz viele Menschen. Und nach der Pandemie kommt das Thema, dass wir einen Krieg an den Grenzen von Europas haben. Das belastet zusätzlich, das macht Angst, das die stark steigenden Energiekosten. Also hier geht es um, wie kann ich meinen Lebensstandard sichern. Mentale Gesundheit ist eins der Themen, die immer wichtiger werden. Und wir wissen, mentale Gesundheit zahlt auf die Lebensqualität ein. Absolut, klar. Wie fühle ich mich? Wie sozusagen kann ich täglich meine Arbeit bewältigen? Wie verändert sich mein Umfeld? Und wenn wir nach 9 Jahren eins wissen, dann dass wir mit unserer Methode, sage ich mal, sehr stark dazu beitragen können, an der mentalen Gesundheit der Menschen etwas zu machen. Und ja, dieses Thema wird immer größer werden, weil wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wenn wir das Thema Energiekrise gemanagt haben, dass wir dann 4 Jahre auf dem See segeln mit ganz leichtem Wind. Dann werden neue Themen auf uns zukommen. Ich will hier nicht, sage ich mal, das Unheil hervorbeschwören, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, die Krise wird ein Stück zur Normalität, aber die Belastungsgrenze bleibt eben hoch. Und Belastungsgrenze heißt ein starker Angriff auf mentale Gesundheit. Da können wir sicherlich eine Menge Hilfe leisten und das wollen wir auch gerne tun. Sehr gut. Genau, da ist eigentlich alles gesagt. Okay. Dass die Leute einfach lernen, so wieder zu atmen, mal ruhig zu liegen. Und das ist oft so aus mentalen Bedürfnis heraus. Natürlich oft kommen die Menschen und sagen, ja, Rücken tut weh oder Nacken tut weh.
Aber wenn die dann sich entspannen und so, kennt ihr alle oder viele, dann liegen die auf den Bällen und auf einmal beginnen viele zu weinen, weil die dann merken, dass die zur Ruhe kommen und dass die nicht mehr festhalten können, dass die eben so diesen psychischen Druck loslassen. Oder es lässt sich von alleine, seilt sich quasi so frei. Das war schon immer, das ist jetzt nichts Neues, aber der Bedarf, die Sensibilität dafür ist da. Und natürlich ganz wichtig, Kinder. Mirko, wie soll es anders gehen? Ich weiß es nicht. Ja. Wir werden die Kinder von den Bildschirmen nicht wegnehmen. Das ist so die Zeit, in der wir leben. Und dennoch, wenn die Eltern verstehen, dass diese Haltung nicht nur schlimme Haltung ist, was nicht so gut aussieht, sondern das ist Katastrophe. Die Kinder sind wie so eingekettet in sich selbst, körperlich und mental, weil in diesem Zustand, macht mal so, stellt euch, macht das jetzt mit mir, stellt euch so hin. Ja, genau, ne, seit wir uns kennen, ja. Ich habe meinen Mann eben kennengelernt, da kann er die Geschichte noch später erzählen, auch wegen dem Rücken. Aber wenn die Kinder hier so bleiben und du kannst denen sagen, ja, ich glaube an mich, ich habe super Zukunft. Ja, ist schon ein schlechtes Gefühl. Das wird nicht. Ja. In diese Haltung kann es nur sagen, tut mir leid, aber das soll sagen, boah, scheiße. Ja? Also, sorry, aber so wird das oft gesagt. Hier, sag, oh, okay, ich pack's an. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie geht's weiter. Darum geht es, diese Zuversicht ein Stückchen durch die körperliche Komponente und mentale. Okay. Ich habe dir jetzt gesagt, dass der Bedarf da ist in der Bevölkerung und sich auch weiterentwickeln wird. Trotzdem erlebe ich das ja selber auch als Unternehmer hier im Gesundheitsstudio Sano, dass ja trotzdem die Menschen sensibler sind, auch preissensibler geworden sind und sich gut überlegen, wo sie ihr Geld halt hin investieren, weil ja auch alle anderen Kosten gestiegen sind. Und ich hatte ja mehrfach schon auch das Zitat jetzt geprägt, die gute Erinnerung oder die Erinnerung an eine gute Qualität hält länger als die kleine Freude über einen kurzen, die kurze Freude über einen kleinen Preis so rum. Und würdet ihr sagen, dass ich als Unternehmen auch meine Qualität dadurch verbessern kann, indem ich mich als Rückenexperte positioniere? Ja, klar. Gestern haben wir zum Beispiel unseren Experten-Talk mit Christiane Jakwitz von Ladywell aus Remscheid, auch Nicole Rudolph und Nadine war auch dabei und Madeleine Haas, da haben wir zum Thema Kinder gesprochen. Das ist auch ein sehr spezielles Thema. Und zum Beispiel, ich bleibe bei Christiane Jakwitz. Ja? So, sie hat ein Frauenstudio und ich war sehr, sehr oft bei ihr. Eins muss man sagen, das Team wird regelmäßig fortgebildet, motiviert, aufgebaut, gecoacht. Und die Christiane sagte mir gestern, ich weiß nicht, wo ich die Mitarbeiter mehr holen soll, um den Kursbedarf zu decken, sowohl für Erwachsene als für Kinder. Und die Christiane hat auch etwas gesagt, was du sagst, was ich sage, was wir alle sagen. Da ist mit einem Satz gesagt, Selbsterlebnis, Selbsterfahrung. So, sie sagt, ich rede mit kein Flyer dieser Welt, kann transportieren das, wie sich das anfühlt, wenn man Balance-Stunde mitgemacht hat. Wenn, sagte sie auch, ich zitiere jetzt, sobald ich die Leute auf die Bälle lege, mit denen die methodische Umsetzung mache, ja, Wahrnehmung, Atmung, BWS, Kyphose, Übung, danach sind alle so entspannt, danach heißt es nur, wann finden wir einen Termin. Es war und bleibt. Die Leute sind noch sensibler und erkennen vielleicht unter Stressumständen noch schneller, was denen gut tut und dann sagen die, okay, ich möchte es haben. Und bei Christiane und bei Nicole zum Beispiel auch, da ist alles Selbstzahler, da geht es nicht über Krankenversicherung. Ja, also, und ich glaube, es gibt tatsächlich genug solche Beispiele. Es geht am Ende trotzdem nicht um Geld, wenn die Leute merken, wie gut es tut. Ich möchte das an der Stelle einfach nochmal verstärken. Wir kommen aus einer Zeit, ich möchte den Slogan jetzt nicht kopieren, weil ich den nie gut gefunden habe. Aber eine ganze Zeit lang regierte in diesem Land mal das Thema, je günstiger, umso besser. Ja. Da erleben wir, glaube ich, einen kompletten Umkehrtrend. Die Qualität ist durch nichts zu ersetzen. Wenn die Qualität stimmt, wenn das Ergebnis spürbar ist, erlebbar ist, dann spielt der Preis eine untergeordnete Rolle. Und das erleben wir gerade nicht nur in Deutschland, trotz aller widrigen Umstände, auch im europäischen Ausland und darüber hinaus. Und wir wissen das, weil wir auch in nicht-europäischen Ländern vertreten sind. Egal, nicht ganz egal, aber
auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind, die Qualität setzt sich am Ende durch. Und das ist ja ein Thema, wo wir uns seit Jahren aufgemacht haben, sagen, die Qualität bei uns stimmt. Und deswegen wachsen wir auch im Ausland Schritt für Schritt und nicht so unkontrolliert. Das ist ganz wichtig. Und deswegen klares Ja, wenn du die Qualität im Studio vor Ort anbietest, dann wirst du auch die Rückmeldung deiner Kunden dafür erhalten. Ein letztes Wort zur Qualität, weil das sehr wichtig ist. Ja. Wir können dieses Versprechen nur anhalten, wenn wir zusammen mit euch uns ein gemeinsames Ziel und, sage ich mal, so einen Antrag bewusst sind, dass wir helfen möchten. Eins ist klar, und das ist dein Satz. Erfolg benötigt System. Wir sehen auch bei dir, Mirko, ich weiß damals, wie wir dich geschult haben, das hat lange meiner Meinung nach gedauert, bis du umgesetzt hast. Und ich habe gesagt, Gott, so lange. Und du hast gesagt, nein, ich brauche Zeit, ich muss es planen. Einführungsevent, kennenlernen, aufklären. Und nichts anderes ist heute so. Mhm. Wenn du oder unsere Kollegen aus Sales Team mit unseren schon langjährigen Unternehmen, Kunden sprechen, die sagen, oh, Balance ist so ein bisschen eingeschlafen. Wenn ihr spricht und ihr stellt die einfachsten Fragen der Welt, sogenannte Bedarfsanalyse machen, ja? Kostenfrei übrigens für euch alle. Sag's einfach nur Bescheid, ey Leute, ich möchte gerne mit euch telefonieren, halbe Stunde, dann erkennt man, wo es ein bisschen, an welche Schraube es auch, welche Schraube, sage ich mal, hakt. Das sind einfachste Dinge, die müssen nur strukturiert eingegangen werden. Erstmal muss man sich im Klaren sein, ist das jetzt Teamschwachstelle, vielleicht nicht genug Leute, die mit Methode arbeiten können oder. Das sind banalste Dinge. Und dann einfache Plan erstellen, nichts Wildes, aber einfach. Und der Rest funktioniert bei allen einwandfrei, oder? Wie hast du das jetzt erlebt, als jetzt für Vertrieb und Marketing zuständig im Sales-Team mit Kunden? Kann ich eins zu eins so unterschreiben, was du gesagt hast. Da geht ja schon los, alleine Anwendung des Namens oder der korrekten Marke, wenn ich dann auf die Webseite schaue als erstes und sehe, da steht halt Balance, also völlig falsch geschrieben und der Endkunde weiß ja gar nicht, um was handelt es sich. Oder Balance-Bälle, Übungen mit Balance-Bälle. Ich meine, diese Hausaufgaben müssen wir machen, dass wir gute Texte euch liefern, gute schon suchmaschinenoptimierte Texte, weil das alles zielt darauf ein, dass der Mensch uns erstmal findet, der etwas im Leben ändern möchte und dann zusammen mit uns ein paar Schritte machen und der Rest ergibt sich. Erstmal bedanke ich mich bei euch, dass ihr Rede und Antwort gestanden habt für den neuen Slogan, warum ihr den gewählt habt, warum wir den gewählt haben. Texte finden ist das Stichwort. Euch lade ich alle dazu ein. Balance-Download-Bereich auf der Webseite, da könnt ihr die Materialien, die ihr seht, auch anwenden, umsetzen, Social Media einsetzen. Wer das E-Learning schon zur Verfügung hat, sollte einfach auch mal in den Download-Bereich gehen. Da sind auch zwei Marketing-Pakete integriert, unter anderem auch mit dem neuen Slogan, eine Übung, die dein Leben verändert. Dann würde ich sagen, jetzt... Oder? Ja, wir können ja nachher mal die Kamera hier hinter bringen. Ich stehe da unten auf dem Kissen. Wenn wir genau. Ein Kissen wecken, schaut mal, was aussieht. Bleib mal dran. Also hier, Sarah kommt jetzt mit Kamera, okay. Jetzt sieht man die echte Realität. Oh, so sieht das dann, ja. Einfach mal. Einfach mal 20 cm größer gemacht. Hilfe, super. Nee. Ihr seid einfach zu groß. Dann würde ich jetzt sagen, schnell in die Kaffeepause. Ihr könnt Pipi machen, Kaffee holen und dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns pünktlich um 11 Uhr wieder.